Menschen, die früh gelernt haben, dass ihre Gefühle niemand ernst nimmt, dass sich niemand für ihre Gefühle interessiert, sind meistens die besten Zuhörer, aber die schlechtesten Redner, weil sie nicht über sich selbst reden können, weil sie sich nicht öffnen können, weil sie es einfach gewohnt sind, dass ihnen sowieso niemand zuhört. Deshalb ziehen sie immer Menschen an, die sie einfach nur voll labern und sobald sie anfangen zu erzählen, hört ihnen niemand zu. Da ist etwas verletzt in dir, ein kleines verletztes Kind, wo damals niemand hingeschaut hat. Und deshalb ziehen sie immer Menschen an, die sie einfach nur voll labern und gar keinen Bock haben, ihnen zuzuhören, wenn sie anfangen zu erzählen. Was du machen kannst, wenn du einer dieser Menschen bist, der immer Menschen anzieht, die sie voll labern und sobald du den Mund aufmachst, will dir keiner zuhören, kannst du dich dem Anteil widmen, der in dir ist, der noch wirklich schwer verwundet ist, vielleicht aus der Kindheit, vielleicht weiß ich auch nicht, wann das passiert ist. Meistens hat das was mit der Kinder zu tun, aber nicht immer, wo dich niemand gesehen hat, wo dir niemand zugehört hat, wo es immer darum ging, die anderen, die Mutter, der Vater, wem auch immer. Da ist ein Anteil in dir, der ist schwer verletzt und der ist es gewohnt, dass niemand zuhört. Und so etwas ist magnetisch, weil im Nervensystem sind diese Erfahrungen gespeichert und die strahlen wir aus. Und so ziehen wir immer wieder Menschen an, die uns an unsere Kindheit erinnern. Wenn wir uns diesem verletzten Anteilen widmen, zuwenden, ihnen Liebe schenken, ihnen zuhören, was sie uns zu sagen haben, dann hört es auf im Außen, dass du solche Menschen anziehst. Du musst dann gar nicht viel machen, weil du dich nach innen gewendet hast. Das heißt, all das, was uns wehtut im Außen, diese ganzen Trigger, die wir erleben, wenn wir im Inneren damit arbeiten, dann hört es automatisch von draußen auf. Es kommt immer noch ein Echo. Es kann sein, dass nochmal Leute kommen, aber du wirst anders darauf reagieren und du musst nicht mehr Energie aufwenden, um Grenzen zu ziehen oder zu sagen, ja, nee, du, jetzt reißt es die ganze Zeit, redest du und ich nicht. Die Energie musst du dann gar nicht mehr aufwenden. Das geht dann automatisch.